Hello there und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es mal keinen Intro-Clip, denn heute habe ich nur eine einzige Runde für euch, bei der ich euch nicht spoilern möchte. Die Runde ist am Dienstag im Stream entstanden und war auf jeden Fall einer der Highlights und vielleicht auch ein Lowlight. Leon und ich spielen Bogen und Katana, weil er Bogen und Nahkampf-Damage für seine Weekly-Challenges braucht und wie ihr bereits wisst, spiele ich den Bogen sehr gerne mit Frag-Arrows. Und was soll ich sagen? Drei Stück davon sind alles, was ich brauche. Auf der Grafikkarte und dann wunderschön. Am besten noch irgendwelche Anime-Figuren. Da muss Elias ran. Ja. Oder Viri. Mal schauen, haben wir einen Nachbarn? Also bisher sehe ich nichts. Muss aber auch nichts heißen. Oh, doch, Nachbarn. Sind die auf dem Weg zu uns? Ja, die kommen halt im Compound, ja. Einer ist jetzt da. Zur Statue. Hit. Lootet. Immer noch auf Ping. Nice! Sehr schön. Aber das war, glaube ich, nicht der, nicht getroffen. Da müsste noch irgendwo einer sein. Ich komme mal näher. Na. Ich dachte, da hätte ich einen noch im Raum gehört. Dumm. Ja, wir können uns ja leider easy risen. Hello there. Hat ihr Beagle gehört? Was? Wirft er was? Ja. Okay, schnell. Oh, Junge. Was? Oh mein Gott. Das noch mal ein Team. Ciao. Ich fühle mich sehr wohl. Sieht man dir an. Ja, jetzt habe ich dich gar nicht mehr gelöscht. Das ist natürlich jetzt kacke, ne? Würde ich eigentlich so resen. Das hast du schon. Ja. Bitte reich aus. Nee. Nein. Aber ich glaube, das schaffst du jetzt auch nicht mehr. No. Unlucky. Schade. Gut, Kusikowski. Ich brauche Money. Ja? Ich wünsche dir eine erfolgreiche Runde mal. Ach, Mann, Alter, ich wollte dich halt so red, aber ich glaube, du hast eh eine Feuerbombe gebrannt, kann das sein? Ja. Naja, gut. Ich hab nicht drauf geachtet. Bro, dass das White Shirt Girl auf mich zukommt, oder ein Boy, ich weiß gar nicht, auf mich zukommt, das hat mich jetzt auch dezent überfordert.
Ach so ein Scheiß. Aber gut, dann dein Hunting Bow Damage solltest du haben. Ja. Das war so dumm, wie ich da gestorben bin. Einfach im ADS und an der Ecke hängen geblieben. Das war nicht gut. Es sind halt auch echt wieder 3 fucking Teams hier oben gespawnt. Schlimm. Echt schlimm. Alright. I'm back in biz. 3 Frag Arrows, alles was ich brauche. Aber die durften anscheinend wieder resen. Oder ich habe von 2 verschiedenen Teams die gekillt. Dass ja noch alles leben muss, ne? No. Nein. Moin, Servus, moin. Gut. Eine Schweigeminute für den Herrn. Was? Cringe. Was? Was ist das? Nitro? Das ist eine Nitro mit einer Dolch, die fucking FMJ. Na. Was habe ich gesagt? 3 Frag Arrows und alles, was ich brauche. Du brauchst jetzt noch den Assassin. Oh mein Gott. Bro, der Meathead. Der Meathead und ich sind so. Scheiße. Ist das kacke. Alter.
Oh mein Gott, die sind ja schon quasi da. Ja. Die nähern sich auf jeden Fall mal los. Ich hoffe wirklich, dass ich es nicht bereue, die Dolch mitgenommen zu haben. Und das Katana auch da gelassen zu haben, statt dem Bogen. Aber wir werden sehen. Kommen die jetzt doch nicht? Gehen die wieder zurück? Sieht das richtig? Oder gehen die nur zum Clou? Kann auch sein. Keine Ahnung. Halten sich in Glasen. Doch, die kommen. Ein bisschen langsamer, was ich ganz gut finde. Habe ich noch Zeit, den Assassin zu machen. Mich das abfuckt, dass ich dich nicht mehr gelöscht bekommen habe, Alter. Dann hätte ich jetzt einfach nur banishen müssen und hätte zu dir zurückgehen können, weißt du? So ist ein bisschen blöder. Die sind sich auch noch nicht so sicher, was sie machen, gefühlt. Die sind immer noch in Lawson. Im Holzhaus. Oh shit, das kann was werden. Ah ja, die. Oh Lord, they're coming. Ich freue mich sehr, meinen Bogen nicht dabei zu haben. Hier war sogar Uvo-Muni. Ich hätte gerne meinen Bogen wieder. Aber dafür hast du eine Dolch. Ja, ich hätte gerne lieber meinen Bogen. Aber Dolch. Ja, aber Bogen. Mit Frag Arrows. Oh boy. Vielleicht kann ich halt Diplomacy versuchen. Guys, you know, we can also talk about this. We do not have to fight. Sorry? Would you be so kind to repeat that? Okay, doesn't seem so.
Es hätte jetzt ruhig einer mit dem Bounty sein können, den ich da gekillt habe. Der. Oh, vielleicht. Nö. Oh, das hätte ich haben können. Ja. Hätte ich haben können. Ja, warum bist du so toxisch, Junge? Chill doch mal, Alter. What the fuck? Was ist denn mit Leuten los? Mein Gott. Was hat er jetzt noch gesagt? Ja, irgendwas mit Piece of Shit habe ich gehört, glaube ich. Ja, es ist 3 gegen 1. Ja, eins. Junge, sollen sich einscheißen gehen. Ah, hätte ich haben können. Hätte ich haben können. Das war jetzt halt ungeil. Ich hatte auch keine Rackshot mehr. Die hätte ich gebraucht und Doktor wäre geil gewesen. Irgendwas zum Healen. Wäre schön gewesen. Ich bereue es sehr, nicht meine Frag Arrow behalten zu haben. Ich hätte Dolch und Frag Arrow behalten sollen. Frag Arrow wäre da geil gewesen. Jetzt eben auch für die Situation. Schade, schade. War ja noch ein gutes Match. Kann man nichts sagen. Oh lol, es gab auch ein Solo. Ey, wo auch immer der war. Oh, ich rieche die ganze Zeit nach geilem Essen. Ich hab ich davon nix. Das kann ich dir nicht beantworten. Zu der Runde gibt es tatsächlich einiges zu sagen. Erstens, ich hätte das in vielen Momenten wirklich deutlich besser spielen können. Ich hab's verkackt, Leon zu löschen. Ich hab's nicht geschafft, einen Bounty Token zu bekommen, um Leon dann wenigstens damit zu holen. Ich hätte meinen Bogen einfach niemals gegen die Dolch eintauschen sollen. Wenn schon, hätte ich das Katana durch die Dolch eintauschen sollen, aber nicht meinen Bogen. Und zum Schluss habe ich dann auch meine Frag gewastet, unnötig Kugeln verschossen und bin viel zu nah an die Gegner ran, nur um dann vor diesen ein bisschen rumzutanzen, anstatt einfach meine Kugeln zu treffen. Dafür waren die Frag-Arrow-Schüsse zu Beginn ziemlich gut und dass ich nach Leons Tod dann auch komplett einmal geroamt bin, um mir Munition zu besorgen, war auf jeden Fall auch ein guter Play. Generell war eigentlich mein Ansatz, den Assassin zu töten, um Leon dann noch mit dem Bounty zu rescuen. Skull Reviven eigentlich gar nicht so schlecht. Schließlich hätten wir dann einfach mit Remedy seine Balken wiederholen können. Aber dafür war ich halt einfach viel zu langsam. Und wie gesagt, die Waffenauswahl war jetzt auch nicht so optimal. Aber naja, die Runde war auf jeden Fall entertaining, zumindest für mich. Und darauf kommt es auch an. Die Runden im Stream waren an sich wirklich super chaotisch und eine weitere kann ich auch noch für ein eigenes Video nutzen. Der Rest, sagen wir es mal so, ich könnte eigentlich einen Zusammenschnitt davon machen, wie oft wir gethirdpartied wurden. Das war an dem Tag wirklich komplett abnormal. Mal schauen. Erstmal steht natürlich noch das Anfänger-Tutorial an, allerdings wollte ich euch diese Woche dennoch noch ein Gameplay-Video bringen. Ihr wisst, wie das Ganze abläuft, Like wäre super, Kommentar wäre auch super, hilft beides nämlich dem Algorithmus und Abo, wenn ihr es noch nicht habt, wäre auch super. Mein Twitch ist unter dem Video verlinkt, mein Plan ist es circa ein bis zweimal pro Woche zu streamen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tudelu.